Das ist aber gut. Was ist denn das für eine? Das ist ein Mailänder Salami. Mailänder Salami? Du, mir fällt jetzt gerade ein, wir haben überhaupt noch nicht gekriegt, wo wir das an Urlaub fahren. Du kommst von der Mailänder Salami auf den Urlaub? Ist das weibliche Logik oder was? Das hat doch nichts mit Logik zu tun. Ich möchte einfach einmal wieder fort. Na gut, dann reden wir halt über den Urlaub. Wo möchtest du hin? Was heißt da, wo möchtest du hin? Wo möchten wir zwei hin? Du möchtest doch auch einen Urlaub. Ach so, möchte ich das? Und wo möchte ich hin? Was weiß denn ich? Mei, am Meer war schön. Wie schaut es denn aus einmal mit der Türkei? Ja, alles besetzt von Russen. Da auch? Nein, nicht so. Aber weil die türkische Regierung unsere Sanktionen nicht mittragt, reisen sie jetzt alle da runter. Inklusive Superjachten. Aber ohne mich. Naja, dann halt Frankreich. Ich hab gemeint, du magst kein Französisch. Depp, dann fahren wir halt nach Italien. Ja, gute Idee. Dann verbringen wir unsere erste Nacht auf der Autobahnbaustelle vor dem Tunnel. Dann halt nach Mallorca. Da waren wir vor 20 Jahren schon einmal. Du, da hat es mir ganz gut gefallen. Mali ist ausgebucht. Da kriegst du jetzt nichts mehr. Also, du hast auch gegen alles irgendwas. Ja, ich kann auch nichts dafür, wenn es halt einmal so ist. Mei. Und wenn wir uns ein Wohnmobil zulegen, du, einfach ganz spontan einsteigen und fortfahren, das machen doch jetzt früher so. Stimmt, das machen jetzt früher so. Deswegen kriegst du jetzt keins mehr. Außer du zahlst wie so eine Schrottkarre 20.000 Euro, kriegst das nur selber her, dann fährst du los und dann kriegst du nirgendwo mehr einen Stellplatz, weil die ganzen Campingplätze schon ein Jahr im Voraus ausgebucht sind. Da geht spontan gar nichts mehr. Ja, Herrschaftszeiten, dann mach ich du meinen Vorschlag. Ich? Ja, und dazu bleiben wir daheim. Ist doch auch schön, haben wir doch alles. Wasser, Berg, Natur. Ja, schon. Aber jetzt haben wir wegen der Scheiß-Pandemie 2 Jahre nicht rausgekommen. Und jetzt dürfen wir. Und jetzt bleiben wir wieder daheim. Ja, aber diesmal nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Und das ist ein Riesenunterschied. Findest. Da freilich, gibst du mal den Kass her.